Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag. Willkommen an der ETH. Es ist das Letzte, das Sie heute hier hören werden. Mein Name ist Peter Molnar. Ich bin Titularprofessor der Hydrologie und Flusssysteme an der ETH Zürich. Und ich werde heute über Wandeln in Wasserland sprechen. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, also ich habe viele Folien vorbereitet, sodass Sie mehr sehen, als mich zuhören müssen. Wir wissen alle, dass unsere Erde unter Stress steht. Es kommt zur globalen Erwärmung, Umweltkrisen. Wir haben Biodiversitätsverluste. Wir haben mehr Extremereignisse, Hochwässer, aber auch Dürren und Wassermangel plagen uns. Alle diese negativen Erscheinungen führen zu einer gewissen Unruhe in der Welt, globalen Unruhe, aber auch im Paradies, also unser Thema für Treffpunkt Science City heute, Unruhe im Paradies. Aber ich werde auch über globale Wasserprobleme und Wandelerscheinungen hier sprechen. Ich mache hier kurz etwas ist schiefgelaufen. Okay. Ich habe meinen Vortrag in drei oder vier Teile hier aufgeteilt. Ich werde ein bisschen am Anfang über Wasserknappheit sprechen und dann über Wandel, Wasserprobleme der Schweiz ansprechen und dann ein paar Gedanken zu Lösungen am Ende bringen. Also was ist Wasserknappheit ganz am Anfang? Eigentlich unsere Erde ist voll mit Wasser, aber die wirklich benutzbare Süßwasser ist nur so 1% im Volumen her. Das heißt, es ist nicht gefroren irgendwo im Eis oder salzig im Ozeanen. Aber das ist sowieso genug für uns alle auf der Erde. Weltweit ausreichend, lokal manchmal nicht. Was heißt das? Das heißt, wenn wir unseren Wasserbedarf anschauen und der Angebot anschauen. Wenn der Bedarf größer ist als Angebot, sprechen wir von Defizit, von Wasserknappheit. Und hier müssen wir dann uns anschauen, welche Länder zum Beispiel hier auf Landebene wie viel Wasser zur Verfügung haben und auch so Schwellen hier, wo was zu Wasserknappheit kommen kann, oder? Und das Wasserbedarf ist natürlich für Mensch und Biosphäre da. Wir brauchen viel mehr für unsere Lebensmittelproduktion, als wir selber zum Trinken und Waschen und so weiter. Also in diesem Kontext ist die Schweiz eigentlich nicht schlimm. Wir sind so ein Wasserschloss, ein Wasserturm oft auch gesagt, Österreich auch. Weltweit eigentlich, wie ich vorher gesagt habe, sind wir auch okay. Aber das sind natürlich Länder wie Israel, Singapur, Algerien, Jemen, die viel weniger Wasser haben, als sie eigentlich brauchen. Schauen wir uns ein bisschen was das heißt. Wasserbedarf ist für Mensch, Industrie, Wasserkraft, Landwirtschaft zu nutzen und die Biosphäre, natürlich Pflanzen und Tiere auch. Wasserangebot heißt Niederschlag minus Verdunstung. Das ist, was wir eigentlich zur Verfügung haben. Es kommt dazu noch Schnee und Eisschmelze und auch Grundwasser natürlich auch. Und die Defizite, die dann auf uns zukommen, decken wir mit Speicher. Hier ist Grand Exchange, Wassertransfers, ein neuer Wassertransfer in Ägypten. Und Grundwasserentnahmen auch hier in Marokko. Diese Knappheiten und Bedarf, Angebot wechseln sich natürlich zeitlich. Und deswegen können wir und müssen wir von Wasserknappheit weltweit sprechen.
als zum Beispiel hier gezeichnet als Anzahl Monate im Jahr, deren Wasserbedarf langfristig nicht gedeckt ist. Und da sehen wir in den roten Bereichen, wo viele Länder und Regionen einfach langfristig nicht genug Wasser haben. Es ist sehr schwer, dort zu leben. Hier ist die Schweiz nicht besonders betroffen, nicht nur wir, wie ich vorher gesagt habe, Alpenraum, Zentraleuropa, eigentlich ist diese Wasserknappheit nicht so präsent. Aber sowieso müssen wir uns Wasserknappheit Schweiz anschauen, weil es ist real. Wenn wir dann diesen Wasserbedarf so gegliedert anschauen, von weniger Bedarf zu großen Bedarf oben, wir sehen, dass die größten Nutzer von Wasser eigentlich die Ökologie, unser ökologisches System ist, dann natürlich Wasserkraft, Bewässerung und so weiter. Und das können wir dann natürlich mit Wasserverfügbarkeit konfrontieren. Wasserverfügbarkeit hier war Niederschlag minus Verdunstung. Und dann sehen wir, dass wir eigentlich in Monaten wie August im Sommer unter extremen Bedingungen, diese braune Farben hier heißen negativ Defizit, also die Wasserbedarf ist größer als Verfügbarkeit. Wir sehen in Unterland und Voralpen wegen Landwirtschaft eine Knappheit und natürlich auch im Winter wegen Wasserkraft in einigen Einzugsgebieten auch. Jetzt, alle diese Verfügbarkeiten und Defizite ändern sich mit der Zeit, wie ich vorher gesagt habe. Und wir sprechen von Wandel. Also was heißt Wandel dann? Was meinen wir, wenn wir Wandel sagen? Hat jemand hier vielleicht eine Idee oder eine Meinung, was Wandel wirklich heißt in diesem Kontext? Nein? Ich sehe da nicht so gut. Ja? Und was für Veränderungen, ja? Umständen machen einen Unterschied, sagt die Dame hier vorne. Und das ist sehr wichtig und korrekt. Variabilität in der Natur ist normal. Wir haben Sommer, Winter, die Jahre sind anders. Aber wenn wir außer diesen normalen Bereich kommen, sprechen wir vom Wandel. Also das ist wirklich wichtig hier zu erkennen. Wandel ist nicht normal. Wandel ist, wenn etwas passiert, das außer diesem Normalbereich kommt. Und deswegen sind wir auch normalerweise nicht so gut vorbereitet auf Wandel. In Hydrologie und Klimastudien erkennen wir Wandel, die sprunghaft vorkommt, wie zum Beispiel Entwäldung, die so steigend vorkommt, schrittweise vorkommt, zum Beispiel Gletscherrückgang, bringt Abfluss, Zunahmen, die so zu erkennbar sind. Und dann auch Variabilität kann sich verändern in der Zeit, auch wenn der Mittelwert gleich bleibt. Und das sehen wir oft in diesen Stratigraphien, in Bänken an Flüssen, wo eigentlich die Variabilität in diesen Lagerungen von Sediment zu erkennen sind. Wir in der Wissenschaft haben Methoden entwickelt, alle diese Wandeln, Signale zu Merkmale zu erkennen, objektiv zu messen und so weiter. Man kann sich hier auch fragen, wer ist für Wandel dann verantwortlich, Mensch oder Natur? Hier habe ich ein paar Beispiele. Dies war Bewässerung in Marokko. Ein 60 Meter Vertiefung in Grundwasserpegel. In Aquifer über 40 Jahren oder so. Das ist definitiv ein Wandel und hier klar menschlich bedingt. In Victoriasee in Ostafrika ein 2,5 Meter
Pegelzunahme in den 60er Jahren war wirklich lang nicht gut erklärbar, warum das passiert ist. Das ist ein großer Becken und ein großer Volumen. Und das war dann entschieden als natürlich, weil es einfach mehr Niederschlag in diesen Jahren da war, mehr als wir damals gemessen haben. Im Wasserkreislauf sprechen wir von drei wirklich wichtige Variablen, die zu Wasserkreislaufwandel kommen, Beitrag leisten: Niederschlag, Abfluss und Infiltration. Natürlich, die Infiltration bringt Wasser in den Boden und das wird dann entweder verdunstet oder zur Abfluss fließt. Also man kann diese Wasserbilanz dann schließen und sagen, Niederschlag minus Verdunstung ist ungefähr gleich Abfluss. Und man kann sich dann Spiele vorstellen, so Gedankenspiele machen, was passiert, wenn es trockener wird, Niederschlag wird abnehmen, Verdunstung dann vielleicht auch. Und was passiert mit Abfluss, wissen wir nicht. Wenn es trockener und wärmer wird, wird die Verdunstung dann höher, weil es wärmer ist und Niederschlag wird ganz sicher oder Abfluss wird ganz sicher abnehmen. Und zum Beispiel, wenn wir von urbanen Flächen sprechen, wir haben für gleichen Niederschlag mehr Abfluss und dann wird auch Verdunstung vermindert, weil weniger Wasser im Boden gespeichert ist. Also Sie können sich solche Gedankenspiele auch selber im Kopf machen und wir machen das auch. Jetzt, Klima ändert sich in der Zeit. Sie haben ganz sicher solche Abbildungen gesehen von IPCC und anderen Klimaprojekten. Das hier ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft. Hier sind Emissionsszenarien, das ist eine globale Temperatureinschätzung. Hier, was wichtig für mich ist, für uns heute, dass wir schon Veränderungen in der Zeit in Vergangenheit sehen. Also die sind schon in Messungen sichtbar. Wenn wir uns diesen grünen Bereich anschauen, in den nächsten Folien sprechen wir von Messungen. Wir haben da keine Modelle drin. Aber wenn wir dann in der Zukunft uns Sachen anschauen, sind die Modellprojektionen und Vorhersagen drin. Und hier haben wir mit großen Unsicherheiten zu kämpfen. Und es ist auch ein Entscheid, das wir heute machen, ob wir in eine Klimazukunft ohne, mit oder ohne irgendwelche Verminderung der Treibhausgasemissionen sprechen. In meinen nächsten Folien werde ich immer so einen grünen oder roten Kreis haben. Das zeigt uns, ob wir über Vergangenheit oder Zukunft sprechen. Zuerst aber sollen wir diesen Klimamodellen glauben? Ich sage sehr laut ja, weil zum Beispiel in Studien wie dieser hier, wo viele Modelle drin sind, diesem mittleren Modell, der schwarze hier, und die blauen zeigen hunderte von Modellen, die einfach so einen Brandweite hier zeigen und Messungen sind rot. Man sieht, dass diese Modelle diese Erwärmung der globalen Temperaturen sehr gut nachmachen. Man sieht auch hier Effekte wie das hier. Weiß jemand, was da passiert ist in den 90er Jahren? Ja? Da war ein Vulkan. Mount Pinatubo in den Philippinen im Juni 1991. Und das hat die globale Temperatur um ungefähr einen halben Grad vermindert. Die Modelle wissen das auch. Realität hat das auch so. Wir haben das auch schon so gemessen. Also kommen wir jetzt zu Wasserproblemen der Schweiz schnell. Vergangenheit. Temperatur in der Schweiz hat sich sehr stark verändert. Insbesondere im Sommer. Das ist ein Schweizer Mittelwert. Insbesondere im Sommer. Diese Daten habe ich letzte Woche von Meteo Suisse neu bekommen. Um die 3 Grad plus in Sommertemperaturen. Also das ist wirklich sehr stark.
Temperatur in der Zukunft wird weiter steigen. Also es hängt davon ab, ob wir mit oder ohne Klimaschutz in der Zukunft schauen müssen oder können. Wir werden entweder gleich um die plus 2 Grad haben, fast gleich wie heute, oder plus 4 oder 5 Grad zu erwarten haben. Oder? Das ist ein großer Unterschied. Niederschlag. Niederschlag verändert sich nicht so stark wie Temperatur. Das ist die Vergangenheit, hier ist die Zukunft. In der Zukunft, die Winterniederschläge sollten ein bisschen höher sein, so um die 10-20%. Es hängt davon ab, ob wir mit oder ohne Klimaschutz hier sprechen. Sommerniederschläge aber werden zurückgehen. Also hier haben wir, die Modelle sagen, eine Abnahme ist sehr wahrscheinlich. Temperatur und Niederschlag zusammen gibt Schnee, oder? Und das ist ein Problem für die Schweiz. Schneedecke in der Schweiz, das ist heute monatlich, wird sich um so 100 bis 200 Millimeter pro Monat vermindern und wir wieder ohne Klimaschutz hier dargestellt, also die kritischste Situation mit Klimaschutz ein bisschen weniger, aber wir werden sehr wenig Schnee im Sommer in den Bergen haben und natürlich auch Gletscherschmelze ist sehr stark. Hier sehen Sie, ohne Klimaschutz sind die größten Gletscher fast alle weg bis Ende Jahrhundert. Wenn wir mit Klimaschutz sprechen, da ist eine Stabilisierung zu erwarten und einige größere Gletscher wie Aletsch und Gorner werden bei uns bleiben. Abfluss in der Zukunft, rot hier, wir erwarten mit Klimaschutz eine Zunahme in Engadin und Tessin, eine Abnahme in Wallis, vielleicht auch Mittelland hier. Aber wenn wir ohne Klimaschutz reden, ist hier eigentlich fast überall sind Abnahmen zu erkennen. Was vielleicht mehr wichtig ist, hier haben wir eine Verschiebung der Regimes. Also hier sehen Sie, die Referenzperiode ist grau und Zukunft ist braun. Und man sieht, dass einfach die frühen, höheren Abflüsse werden mehr im Frühling stattfinden als im Sommer. In vielen Gebieten. Jetzt Extremniederschlag ist sehr wichtig. Das ist ein täglicher Niederschlag, der jährlich auf uns zukommt. Fast 300 mm am Tag mit einer Wahrscheinlichkeit von einmal im Schnitt in 10 Jahren. In Tessin und wo wir hier sind, mehr so um die 100. Diese verändern sich auch und Sie sehen sie hier, das ist wieder Daten, nur Vergangenheit. Man sieht signifikante Zunahmen in Niederschlag fast überall in der Schweiz. Abnahmen sind nur auf einer Station hier zu finden und so nicht viel Veränderung in einigen Gebieten auch. Also extrem Niederschläge werden sich verändern. Das bringt auch Hochwasser hoch in unserem Land, aber nicht gleich überall in Europa. Also Hochwasser sind sehr variabel, weil die sind nicht nur mit Niederschlag zusammenzubringen, aber man hat auch Hochwasser. Schutzmaßnahmen, die verbaut würden und viele andere Veränderungen in den Einzugsgebieten, die hier eine Rolle spielen. Diese Hochwasserzunahme, blaue Linie, erwarten wir auch in der Schweiz, aber wieder ist es nur so um die 10%, also nicht vom Pegel her nicht so große Veränderungen. Und was wichtig ist, Zunahmen und Abnahmen sind auch lokal möglich. Man sieht auch in einigen Orten große Zunahmen und dann auch Abnahmen in anderen. Also das ist ein Mittelwert von ungefähr 100 Einzugsgebieten in der Schweiz hier gezeigt. Dürren und Hitzewellen. Hier ist ein Problem, das wir ganz klar haben. Das ist eine durchschnittliche Sommertemperatur Mitte Juni bis August. Und Sie sehen, dass in den letzten 20 Jahren die 5 höchsten Hitzewellen stattgefunden haben. Und dass diese Karte finde ich sehr interessant, weil man sieht hier, das ist die Vergangenheit.
Das war der normale Regime, das heißt die normalen Temperaturen über 14 Tage, zwei Wochen Sommertemperaturen, höchsten Sommertemperaturen in vier Städte, Zürich bis Genf. Und man sieht diese 2003, 15 und 18 Temperaturen war komplett außer diesem normalen Bereich, was du vorher erwähnt hast, oder? Und wenn wir uns dann die Zukunft anschauen, das sind die Projektionen von Modellen für die nächsten Jahre. Diese Hitzewellen werden mehr normal. Also was wir erlebt haben in 2018 wird normal bis am Ende dieses Jahrhunderts. Das scheint, was uns diese Modelle sagen wollen. Dürren und Hitzewellen sind wichtig, weil die Folgen wichtig sind. Todesfälle, Wasserknappheit, Waldbrände und so weiter. Das sind wirklich wichtige negative Effekte. Wir untersuchen solche Dürren und Hitzewellen auch in unserer wissenschaftlichen Gruppe. Nur ein Beispiel, wo mehr wissenschaftlich gegliedert ist. Hier haben wir ein großes Modell, ein sogenanntes ökohydrologisches Modell der Verdunstung simuliert auf Computer für den ganzen Alpenraum, europäischen Alpenraum. Schweiz ist hier, das ist Slowenien, Frankreich, Österreich. Und was wir hier zeigen, ist die Veränderung im Sommer 2003 in Verdunstung zu einem normalen Sommer. Gelb heißt viel höhere Verdunstung als normal und das passiert in den hohen Berggebieten, weil da immer noch genug Wasser ist im Boden und die Pflanzen eigentlich glücklich sind, dass es so viel Sonne gibt und Strahlung. Aber man sieht dann in den Voralpen und den Alpenrändern, komme ich zu diesen violetten Farben, wo es zu großen Abnahmen von Verdunstung gibt. Und das heißt, da sind die Pflanzen wirklich gestresst, oder? Und das hat auch dann, das zeigt sich auch in Abflüsse. Abflüsse sind auf den Stationen, die diese Kreise hier zeigen. Und wo die Abflüsse wirklich abnehmen, das sind diese blauen, gelben, man sieht, die sind wirklich in diesen Randgebieten der Alpen. Also es ist wirklich so, dass diese Laubwälder in den Alpen sehr glücklich waren in diesem hohen Sommer mit hohen Temperaturen, aber nicht so in den Tälern und die Fließgewässer waren auch dann stark beeinträchtigt und einige, wenn Sie sich das noch erinnern können, waren komplett trocken im Sommer 2003, aber auch 2018 und 2015 zum Beispiel. Solche Prozessverständnis erarbeiten Wissenschaftler dann mit Modellen und Simulationen. Wir verbringen viel Zeit am Computer und versuchen, solche Modelle reinzubringen und kalibrieren, sodass sie Aussagen uns geben. Mit Hitzewellen kommt Gewässertemperatur, Veränderung, Wandel. Hier zeigen wir Zunahmen ungefähr 50 Stationen, wo Wassertemperatur gemessen wird in der Schweiz. Das hat auch ökologische Schaden, niedrigere Sauerstoffkonzentrationen. Die Forellen mögen das nicht, sie werden schneller krank und auch Forellensterben ist vorhanden. Und sowas passiert auch für Seetemperatur natürlich, weil die Gewässer speisen diese Seen und ich bin fast ganz sicher, dass diese Seefröhrni, wo ganze Seebecken durchgefroren sind, das passiert nicht mehr so oft in der Zukunft. Hier haben wir eine schöne Aufzeichnung von Jan Hendricks Franzen von Seefröhrni, also wirklich zugefrorene Seen, die Sie hier oben sehen, in der Zeit. Und man sieht, dass außer Pfäffikon eigentlich es passiert nicht mehr, diese zugefrorene Zeit. In Zürich waren in 1963, Sie sehen das hier, das letzte Mal Zürich, See durchgefroren, das heißt nicht nur die Ränder, sondern ganz durch. Das ist Meilen hier, wenn Sie das erkennen.
War jemand, der im Raum noch ist? Kann sich jemand das, an das erinnern? Ja? Also das musste speziell sein. Wasserwandel Schweiz heißt dann so in Sumer Rückgänge in Niederschlag im Sommer, vielleicht ein bisschen mehr Niederschlag im Winter, stärkere Extremereignisse, Extremniederschläge. Schnee und Eis wird einen Rückgang erleben überall, das ist ganz sicher wegen der Temperaturveränderung. Verdunstung ist ein bisschen fraglich, weil die Pflanzen spielen da eine Rolle, aber wir erwarten in den Bergen mehr Hitzewellen und mehr Verdunstung und dann Trockenheiten in unteren Gebieten, in niedrigeren Gebieten. Abfluss, starke Abnahme im Sommer, Zunahmen im Winter wegen Schmelze und Hochwasser. Da sind wir ehrlich nicht ganz sicher, ob diese Veränderungen im Hochwasser so stark werden, wie es ab und zu auch in den Medien gesagt wird. Ich ende mit ein paar Gedanken zu Lösungen. Natürlich, da sind viele. Ich habe so drei Sachen hier rausgenommen. Aber zuerst will ich sagen, wir brauchen unsere Erde und wir sind Gast hier, aber auch Hausmeister. Das wollte ich mit diesen Cartoons da nachbilden, dass wir eigentlich einen Beitrag leisten können, um diesen Wandel zu erkennen und auch wissen dazu auch reagieren zu können. Welche Lösungen zu Wasserproblemen konkret, global oder in der Schweiz möglich sind? Es ist ein Portfolio von vielen Möglichkeiten. Global würde ich sagen, da ist ein Trend, der in Richtung mit Wasser zu leben geht, autarke Städte am Wasser zu bauen. Wenn Sie die Arbeit von Architekt Bjarke Ingels aus Dänemark sich angeschaut haben, wissen Sie, wovon ich spreche. Er hat sich vorgestellt, dass man wirklich Städte am Wasser bauen kann, die autark sind, die Energie produzieren, die alles, was sie für Leben brauchen, eigentlich dort haben. Schwimmende Städte sind nicht neu. Das ist ultimativer Hochwasserschutz, würde ich sagen, weil wenn das Wasser hochkommt, die Häuser werden auch reagieren, oder? Und wir haben die schon. Hier ist Hoensschip in Amsterdam. Also das ist wirklich etwas, das die Länder und Städte, die am Seen und Ozeanen sind, in der Zukunft brauchen werden. In der Schweiz machen wir das nicht, weil wir natürlich nicht so große Seeflächen haben und es macht keinen Sinn. Aber wir haben dieses Schwammstadtkonzept. Ich bin ganz sicher, Sie haben von Schwammstadt gehört. Können alle, die von Schwammstadt gehört haben, ihre Hand hochheben? Also das ist eine Hälfte vielleicht im Raum. Hier ist die Idee, dass man die Städte anders gestaltet. Man benutzt Wasser, man hält Wasser im Raum, im Stadtraum. Regenwasser ist eine Resource. Infiltrationsflächen vermindern Überflutungen, Pflanzen mindern die Hitze. Grünraum ist gut für Ökosystem und Mensch. Und wir können auch erneuerbare Energien in so ein System erzeugen. Und hier ist wirklich wichtig für mich, dass es ein System ist. Wir sollten uns der Stadt als System, wo Wasser und Energie zentral ist und zentral auch aufbereitet werden kann und auch benutzt werden kann. Diese Ideen sind jetzt in der Schweiz überall. Span City Fribourg hat sehr schöne Projekte und Sie finden andere Projekte auf diesen Webpages, die ich da unten gezeigt habe. Beispiele in der Nähe hier. Es sind so Puzzle Pieces, also Teilbeispiele natürlich. Die behandeln nicht alles, was zur Schwammstadt gehört. Aber wir haben Gladpark, wo dieser künstliche See als Retentionsmulde designt würde. Also das ist wirklich für Hochwasserschutz. Wir haben Max-Bill-Platz, wo diese Versickerungsmulden hier eigentlich ein sehr effektiver Infiltrationspotenzial haben für Abfluss von Straßen.
MFO-Park war eigentlich schon vor dieser Schwammstadt-Idee da, aber es ist ein wunderschönes Beispiel, wo Grünflächen in der Stadt eingebaut werden können. Das zweite oder dritte, das ich jetzt sagen möchte, und damit ende ich, wir müssen Wasser sparen und aufbereitetes Abwasser besser verwenden, wie wir es heute machen. Und das meine ich global. Das ist auch Wandel. Vielleicht sieht es nicht so interessant sein, aber es ist als Staubecken zu bauen, aber es ist wirklich Wandel auch im Mindset. Da sind Länder, die das sehr gut machen. Singapur zum Beispiel. Singapur hat diesen New Water Projekt. Wenn Sie in Singapur waren, diesen Marina Reservoir Staubecken hier ist eigentlich gereinigte Abwasser mit Niederschlag gemischt. Man erkennt das nicht. Man kann da nicht baden, aber Wassersport machen. Und das ist benutzt für Industrie und auch als Speicher für Trinkwasserressourcen in Dürreperioden. Für Singapur ist ein Inselstaat. Die wissen, wie kritisch Wasseraufbereitung eigentlich ist. Und ich ende mit einem Gedanken. Dieses Wasser hier ist in Singapur auch in Flaschen gefüllt. Man kann es trinken, wenn man möchte. Es ist gesund. Es sind Kosten. Hier haben Sie Kosten von Los Angeles, Singapur, Zürich und Mumbai. Das ist, was wir bereit sind, heute für Trinkwasser zu zahlen, pro Kubikmeter Wasser. Und wenn Sie von Wandel sprechen und Wandel in der Zukunft, Trinkwasser, das wir alle brauchen, zum Leben brauchen, was denken Sie nach, wenn Sie nach Hause gehen? Was sind Sie bereit für Trinkwasser in der Zukunft zu zahlen? Und auch wenn wir genug Wasser in der Schweiz haben, jemand produziert unser Lebensmittel irgendwo anders global und vielleicht da ist eine Wasserknappheit vorhanden. Wir müssen dieses globale Denken mittragen und von Wasser und Wasserschutz öfter reden. Und damit ende ich. Danke.